Was geht, Leute? Willkommen zu einer weiteren Folge Cyberpunk 2077. Wie ihr in der letzten Folge ja gut mitbekommen habt, hat dieser Delamain da hinten uns hart auseinandergenommen. Und ja, deswegen lassen wir jetzt die Quest. Oh, der Typ flackert und läuft durch das Ding durch. Bester Mann, hast du auch stylischen... Was geht bei dir? Was soll ich schon sagen? Was soll ich schon sagen? Bester Akzent. Ja, und der Delamain hat uns auseinandergenommen. Wir haben, glaube ich, drei oder vier Kinder haben wir zurückgeholt. Und das war's dann auch. Ja. Mehr haben wir leider nicht geschafft. Ah nein, das war aus Versehen. Ich wollte eigentlich nur das Auto holen. Ja. Wo ist das? Da. Beziehungsweise das Motorrad. Steigen wir mal auf. Jetzt weiß ich nur nicht, was soll man denn machen. Ah, ich kann Charakter ein bisschen leveln. Vernichtung, Straßenschlägerei, Athletik. Das brauchen wir halt auch, ne? Weil Straßenschlägerei, ich will dann von diesem Coach Fred die Schlägereien durchmachen. Erhöht Tragekapazität. Oh, das ist auch gut. Sehr gut. Was haben wir eigentlich im Inventar? Warum steht da neu? Gibt es da irgendwas? Ah, da hat man viele Sachen, die man halt noch nicht, wo man noch nicht drüber gegangen ist, steht immer rechts oben neu. Ich weiß nicht, sollen wir... Ja, eine Waffe müssen wir wechseln. 100 SPS Schaden. Ja, da hat die Pistole halt um einiges mehr Schaden, ne? Aber nicht so viele Schüsse pro Sekunde. Nee, dann behalt mal die. Ja, das bleibt. Die hat ja auch einen Schalldämpfer drauf. Vielleicht trotzdem noch einen Schnellschuss als zweite. Oh, die hat aber viel Schaden, die ich hätte. Nee, die lassen wir auch drauf. Was haben wir hier für Mods? Was ist das? Erhöht das Angriffstempo. Okay, um 0,3. Hier habe ich halt nichts. Das ist dann pro Waffe hat man eben Mods. Okay. Ist das eigentlich ein Wurfmesser? Klingenwaffe, scharf und dünn. Ich weiß immer noch nicht, wo ich diese Wurfmesser reinkriegen könnte. Werte Cyberware. Da muss ich ja zum Dock, um die zu installieren. Werte. Street Credibility Belohnungen. Auch nicht schlecht. Ah, das ist dann die allgemeine Wertung. Panzerung, okay. Kann man schon viel entdecken. Was ist da? Ja, das Ding habe ich doch schon angeguckt. Warum wird es mir dann angezeigt? Spezial. Ja, ich habe auch nichts Neues. Wir haben ja nur diese Nebenquest eben gemacht. Jetzt wäre... Entweder machen wir die Hauptquest weiter. Oder wir machen alle... Boah, das habe ich bei sehr hoch. Die, wo wir jetzt gemacht haben... Die ist hoch. Gangmitglieder, bleib in der Nähe des Delamain. Hier hoch. Und ich habe gar keine Chance gehabt. Was ist dann sehr hoch? Sehr niedrig. Das ist was uns glücklich macht. Ja. Machen wir mal mittlere. Hol dir deine Belohnung bei Wakako ab. Das machen wir jetzt. Wir gehen zu Wakako. Und holen eine Belohnung ab. Was auch immer für eine Belohnung, aber wir holen die jetzt ab. Aus dem Weg! Inzwischen hat CD Projekt ein Hotfix 1.06 rausgehauen. Und übrigens nochmal frohe Weihnachten, auch wenn das Video dann einen Tag nach Weihnachten kommt. Und davor meine Vollgeist-Videos kommen. Ja, und was ich sagen wollte ist, der Hotfix 1.06 kam raus. Da habe ich jetzt gelesen, dass dieser Bug mit Dum-Dum rausgenommen wurde. Dass Dum-Dum danach nicht mit dir rumgammelt. Das ist gut, dass wir das noch erleben durften. Und das andere war, dass da auch... es gab ja Berichte, dass Speicherdaten von Leuten irgendwie beschädigt waren. Und sie die nicht aufrufen konnten, ja, und nicht laden konnten. Ja, ich habe die Mission fehlgeschlagen jetzt mit dem Delamain. Aber ja, ich kann nichts machen. Aber
sonst stand da nicht viel drin. Also haben sie an der Welt oder an diesem späten Aufploppen nichts geändert. Mein Kumpel Hermann hat gemeint, ich soll mal alles so lassen, aber das Raytracing ausmachen, da ploppt alles nicht so spät auf, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, ne? Oder da gibt es weniger Bugs bei ihm. Bis jetzt beeinträchtigen die Bugs einen ja nicht im Spielgeschehen. Und die sind ja auch ganz lustig für Videos. Deswegen lasse ich es mal so und hoffe, dass jetzt von Patch zu Patch die Performance immer besser wird. Obwohl an sich ich ja keine Abstürze habe oder keine FPS-Einbrüche. Es ist halt einfach nur diese Bugs und dieses spät Aufploppen von Sachen, die sogar näher sind. Also ihr seht ja die ganze Zeit, wenn ihr drauf achtet, wie die Sachen aufploppen. Die fliegenden Dinger machen mich auch fertig da oben. Ich will da auch mitfliegen. Wow, das war knapp. Bin fast ins Auto reingefahren. Wie weit ist es denn gefahren? Noch 300 Meter. Ja, also dann fahren wir. Sonst wäre ich zu einem Schnellreisepunkt gegangen. Ich habe jetzt nur gelabert und mich gar nicht darauf konzentriert. Hui, ups. Na komm, fahr drüber, Antoine. Jetzt schauen wir uns mal an, was für eine Belohnung wir da abstauben. Und von wem die ist. Und ja, bla bla bla. Oh, jetzt hat's hardcore geleckt. Hol dir die Belohnung ab. Ja, jetzt leckt's gerade voll. Was ist denn los? Ja, und jetzt steht er wieder auf seinem Motorrad. Ich habe eben was total Witziges gesehen. Ja, jetzt leckt's total. Jetzt, oh, ich habe gerade noch gesagt, das ist so typisch. Immer wenn ich mein Maul aufreiße, beginnt es wie letztes Mal mit, oh ja, die haben Hotfix rausgebracht und auf einmal steht der auf dem Motorrad. Ey Leute, das geht ja gerade gar nicht. Schaut euch das mal an. Was sind das, 5 FPS? Was soll ich hier reingehen? Wakakos irgendwas laden. Ah, das ist die Frau, die uns mehrmals angerufen hat. Wie ist in meinem bescheidenen Domizil? Ja, dein Gesicht ist gleich viel detaillierter als die von draußen. Also, warum bist du hier? Weil du mir was schuldest oder mir was geben sollst. Erzähl mir was über Westbrook. Bin mir sicher, niemand kennt Westbrook so gut wie du. Meine Männer kannten Westbrook. Jeder Einzelne ein hohes Tier bei den Tiger Claws. Ihnen gehörte Japantown. Was haben sie so gemacht? Das, womit man die meisten Eddies und die meiste Macht verdient. Sex und Schwarzmarkt-Tech verkaufen. Ja, ist ja heute nicht anders. Mit Sex und Schwarzmarkt-Sachen verdient man am meisten Kohle, ne? Wie viele Ehemänner hattest du nochmal? Aus reiner Neugier. Was wolltest du denn sagen? Wie viele Ehemänner hattest du nochmal? 5. Alle vor ihrer Zeit von uns gegangen. Eine Tragödie. Ja, du warst... Keine Angst, dass es dich auch trifft. Ich muss doch für meine 9 Söhne leben. Du schuldest mir noch was für Sandra Dorsett. Wir haben eine offene Rechnung. Du erinnerst dich an Sandra Dorsett? Wer war das eigentlich? Ich vergesse solche Dinge nicht wie. Kenn ich die? Oder? Hier ist deine Belohnung. Und dazu ein nennenswerter Bonus. Jawohl. Such dir einen Lippen. Der macht dir einen Dermalabdruck für die Smart Gun Kompatibilität. Eine Spezialität der Tiger Claws. Okay, nice. Ja gut, dann wie kann ich weggehen? Einfach weggehen. Fertig. Hol dir deine Balloon Ripper Dog. Oh Leute, leckt das schlimm. Da kriegst du Augenprobleme und what the fuck? Ich hab was, das macht dein Teil härter als deine Kindheit. Das glaube ich dir, Mädel, aber du existierst ja gar nicht. Ey, Leute, ich muss raus aus diesem Gebiet, Und auf einmal taucht der Typ auf. Ich muss raus aus diesem Gebiet, da geht ja gar nichts. Praise the Lord, unser Motorrad steht noch da. Ich muss hier dringend raus, Leute, das geht wirklich gar nicht. Ich denke, wenn man jetzt hier rausfährt, hört es bestimmt auf zu laggen. Es ist nur so dieses Gebiet bestimmt, oder? Ja, eiskalt, oder? Ja, jetzt hat es auch noch Probleme. Jetzt wird es wieder flüssiger, um einiges. Ihr seht ja, das war ja krank da drin.
Das sollen die mal lieber hotfixen hier. Und nicht da dumm, kann gern mit mir abhängen. Da habe ich kein Problem mit, solange es flüssig läuft. Mann, immer, ich sollte echt meine Klappe halten. Immer, wenn ich mein Maul aufreiß. Und warte mal, ich schau mal gleich... Oh, falscher Knopf, wie immer. Ich schau mal gleich auf die Karte hier. Da gehen wir jetzt hin. Ist ja eh auf dem Weg, oder? Bin ich gerade... Nein! Ja, passt. Ist eh auf dem Weg. Dann machen wir eine Schnellreise, bevor wir hier... Boah, geil, wie die Sonne blendet. Richtig nice. Nein, nein, nein. Ich wollte nur Ego-Perspektive reinmachen. Nein, ich habe doch schon vor 10 Sekunden gedrückt und das geht so spät raus. Ah, da unten war das Ding. Och, nö. Wow. Ups. Ey, cool, wie sich das auch auf dem Motorrad spiegelt. Wahnsinn. Wie tut man Radio umschalten da? RB noch. Was gibt's denn? Oh, das ist doch die Missionsmucke. Dun, 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 dun. Was habt ihr denn alles? Body Heat klingt doch lässig. Die Körperhitze hier. Ja, krass, dass es einfach in diesem... Oh, da, Schnellreise. Ding. Dass es in diesem Gebiet einfach gehangen hat. Bei der... Oh, wie hieß die denn jetzt gerade? Ja, bei dieser einen Chinesin da, oder... Ist aber gar nicht so weit weg. Egal, wir teleportieren uns jetzt dahin. Ich will die Belohnung beim Ripper Dog. Ich will dann wissen, was man damit alles anrichten kann. Ja, ich glaube, ich sollte jetzt eben diese Nebenmission machen, wo ich auch Sachen abhole. Leicht und sehr leicht. Vielleicht mittel noch. Aber die schweren sollte ich erstmal lassen. Das kannst du ja komplett knicken. Aber komplett kannst du das knicken. Der Delamain hat mich komplett zerstört. In die Falle gelockt und zerstört. Und das Motorrad bleibt jetzt stehen. Es fährt jetzt nicht einfach weiter. Chillige Mucke läuft weiter. Schaut mal, wie schön flüssig es laufen kann. Ist schon sehr komisch. Als ob die dann in dem Gebiet gar keine Arbeit mehr reingesteckt haben. Wenn sie lieber die Open World kleiner machen sollen. Here in Night City. Wer ruft mich an? NCPD? Was wollen die? An alle NCPD-Subunternehmer. Gesucht werden Verdächtige für organisiertes Verbrechen bei der Ross Street und Shipyard Way. Eine Gruppe Scavenger unter der Führung von Jelena Sidorova, bewaffnet und gefährlich, haben Obdachlose angegriffen. Die Behörden bieten eine Belohnung ja, für die Neutralisierung der Drohung. Das juckt mich gerade nicht. Was so. Hast du so? Such was aus. So, wo verfügbare Sachen? Skelett, was kann man hier holen? Was ist das? Titaniumknochen. Oha. Erhöht die Tragekapazität um 20 Jahre. Rein damit. Aber mehr gibt's hier gar nicht, oder wie? Okay. Bei Hände. Was ist das? Um dieses Item zu kaufen, benötigst du 14 Street Cred. Habe ich nicht. Schade. Was ist das? Tattoo. Wir können uns Tattoos machen. Ermöglicht die Benutzung der Smart-Zielerfassung von Smart-Waffen. Ermöglicht die Benutzung von... Aber die... Und was ist das? Erhöht die Chance auf Querschläger mit Power-Waffen. Lass mal hier das Tattoo reinmachen. Mal gucken. Ist dann in meinem Inventar... Ja, das bleibt drin. Okay, das kann man dann auch gern wechseln. Was hast du denn noch alles? Betriebssystem. Gibt es da ein besseres? Zum Beispiel Windows 8. 95. Normale Speicherkapazität 2. Puffergröße 4. Slots 2. Oh, hier. Gleich reinmachen. Gut, was haben wir hier? Arme. Gibt es auch noch verfügbare Sachen? Ah, das kann ich alles noch gar nicht, weil meine Street Credibility fehlt. Also muss ich Missionen weitermachen, um überhaupt wieder was herzubekommen. Was ist das? Mikrogenerator.
Fällt deine Gesundheit auf 15%, wird ein Elektroschock freigesetzt, der Schaden in Höhe von 20% der maximalen Gesundheit des Gegners verursacht. Sehr gut. Wird reingehauen. Was ist Red? Um dieses auszurüsten benötigst du 5 Konstruktionen. Okay. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber... Was ist das? Wenn du Schaden erleidest, besteht eine Chance von 2%, dass du einen großen Elektroschock abgibst, der deinen Gegner in der Nähe trifft. Rein damit. Alles rein, Leute. Nervensystem. Da habe ich zu wenige von den Pesos. Zu wenig Pesos. Zu wenig Eddies habe ich. Was ist Pesos? Was ist das? Subdermale Panzerung. Erhöht die Panzerung um 20%. Ja. Rein mit allem. Ich nehme alles, Leute. Alles, was ich kriegen kann. Was haben wir hier bei Arme? Kann ich auch nichts reinmachen. Oder war ich da schon? Ich weiß gar nicht. Und hier war ich noch nicht. Frontalkortex. Da fehlen mir die Eddies schon. Erhöht die Regeneration. Ja, dann zocken wir weiter. Jetzt haben wir uns ein bisschen gepimpt. Handeln kann man ja auch mit dem, ne? Aber ja, ich kann halt Waffen verkaufen, die ich nicht brauche, ne? Das kann man eigentlich immer schnell ablegen. Aber ich habe jetzt noch nicht so viel. Jetzt lassen wir es mal. So, Mission abgeschlossen. Fragen wir ihn mal. Reden wir ein bisschen mit. Kann zurzeit nicht klagen. Gab eine Max-Tech-Razzia in einer illegalen Klinik. Seitdem haben meine Kundenzahl und meine Preise zugenommen. Zufall? Wie man's nimmt. Sehr gut. Richtiger Pisser. Gleich Kohle schöpfen, ne? Aus so einem Überfall. Also dann auf aufs Motorrad. Was machen wir als nächstes, Leute? Journal. Das Geschenk. Beschaffe den Pink Quick Hack von dem Netrunner. T-Bug ist... Oh nein, T-Bug ist doch schon tot. Oh nein. T-Bug ist bestimmt die letzte, von der du Geschenke erwarten würdest. Sie ist nicht der Typ. Also wir kriegen jetzt ein Geschenk von T-Bug. Das holen wir uns jetzt. Was auch cool wäre, wenn hier angezeigt werden würde, wie weit denn die Mission ist. Da steht zwar Tokio oder so weiter, aber da steht ja nicht, wie viel Kilometer vom aktuellen oder Meter vom aktuellen Standort das entfernt ist. Wow, das müssen sie dringend noch reinpatchen, finde ich. Ich weiß nicht, ob euch das auch wichtig ist, aber mir schon, weil dann kann ich die Mission abarbeiten nach Nähe. Ah. Der Reporter, der die Story veröffentlicht hatte, Franz K., wurde der Verleugnung schuldig gesprochen und muss 10 Jahre ins Gefängnis. Okay, ich habe die Story jetzt von Anfang an nicht mitbekommen. Sieht es aus, als gäbe es eine rosige Zukunft für Road Technologies in den kommenden Jahren. Meine Empfehlung? Zügig kaufen und nicht daran zweifeln. Ja, dann... Boah, da lang hätte ich... Kaufen und nicht daran zweifeln. Entschuldigung. Ja, alles gut. Weißt du, fährst einen Menschen um? Weg da. Wir müssen da hoch. Oh, da ist Bullerei. Wie kommen wir denn da hoch? Hier irgendwie. Muss ich mich erstmal vor der Bullerei verstecken. Ich frage mich ja bis jetzt immer noch, wo sieht man eigentlich ein Fahndungslevel oder irgendwas? Da ist doch gar nichts. Fahren wir mal weg von denen. Ups. Wie schüttel ich die denn ab und wie lang suchen die mich und... Sind doch auch Bullen hier, oder? Schaut mal oben auf der Karte und schaut mal da. Oder was sind das für Leute? Okay, ist weg. Bleiben wir mal hier schön vor dem Auto stehen. Nein, Waffe wegstecken, Mann. Regina Jones ruft an. Hat die wieder einen Auftrag? Die Einäugige. Polizistin der Stadt gefunden. Sie heißt Anna Hamill und hat sich mit ihren Ermittlungen sehr viele Feinde gemacht.
wäre also besser, wenn sie den Fall vergessen würde. Verstehst du? Ja. Okay. Ich weiß, wie das klingt. Aber sonst macht es eh bloß wer anders. Naja, vielleicht findest du ja eine gute Lösung. Ich muss mit dem anderen. Wie viele Aufträge man hier einfach bekommt, das ist doch krank. Okay, wir fangen wieder mit dem blauen Gespräch an. Was weißt du über T-Bugs Tod? Ah, was wie cool, das T-Bugs wird in der Mission Tod mit angenommen, wenn ich nicht vorher hingehe. Wurde dass sie tot ist. Wie alle, die sich mit Arasaka anlegen. Oh nein. Ihre Leiche wurde mit verkohltem Nervensystem gefunden. Weißt du, wie sich das anfühlt? Gott nein. sei Dank nicht. Weiß ich nicht. Angeblich so, als würde man von 1000 Messern erstochen werden. Oh nein. Ich kann mir keinen schlimmeren Tod vorstellen. Die Ärmste. Sorry, musst du was trinken? Ich mochte sie. Ja, wir mochten sie auch. Die hat uns ja geholfen bei diesen ganzen Aufträgen mit den Fixern. Kann jeder von den Loser Fixern einfach reinspazieren und sich illegale Software zulegen? Nee, nicht jeder Loser. Ganz offiziell reparieren wir Cyberdecks. Offiziell. Aber wenn du mit dem Film kommst und weißt, was du haben willst, dann findest du es bestimmt. Okay, T-Bug hat mir gesagt, ich soll hier was abholen. T-Bug schickt mich. Du sollst was für mich haben. Du bist also weh. Ja. Weiß nicht, ob du schon Bescheid weißt. Echt traurig. Sie hat einen Demon für dich hinterlegt. Geschenk aus dem Jenseits. Was ist denn Demon? Sollte auf der dritten Generation laufen. Ich habe ein Militech Paraline. Ich habe ein Militech Paraline. Sollte reichen. Hm. Nicht schlecht. Für Anfänger. Ich nehme immer gerne einen Demon. Ich nehme immer gerne. Also ich nehme einfach gern so einen Dämon, ja. Wenn Standard. Du willst, kannst du ihn gleich testen. Hab einen Zugangspunkt. Vielleicht kommst du so an Software oder ein paar Subroutinen. Lohnt sich sicher. Okay, was für ein Ding, was. Das Ding hier, da mit dem Ausrufezeichen, zeigt Gegner und Geräte, die mit dem lokalen Netzwerk verbunden sind. Okay, habe ich jetzt. Und wie tue ich das Ding einsetzen? Was haben wir hier noch? Da kann man ja noch von der Sachen kaufen. Wir haben jetzt nicht so viel Geld, aber eins würde ich mir vielleicht noch gönnen. Aber man kann nur einen Dämon wahrscheinlich nehmen, oder? Speicherkosten sind auch immer unten. Kurzschluss. Schockschaden, nicht tödlich. Verursacht mit dem Ziel mittleren Schaden, sehr effektiv gegen Drohnen, Mechs und Roboter sowie Gegner mit Schwachstellen. Verursacht, was ist das? Verseuchung. Nicht tödlich, verursacht niedrigen Schaden sowie Vergiften. Bereit sie auf zwei Ziele. Da muss man genau gucken, was man hier nimmt. Verstärkung rufen. Optik Neustart, starte optische Cyberware eines Gegners neu und macht ihn vorübergehend blind. Das ist gut. Okay, passt. Jetzt Quick Hack in deinem Cyberdeck ausrüsten. Charakter. Warte mal. Kann man hier irgendwo Cyberware? Ne, nicht Cyberware. Was ist da? Wo zum Teufel mache ich das denn? Hier, oder? Ne, das ist... Doch, eiskalt, jawohl. Ich habe halt gar nichts ausgerüstet. Was nehmen wir denn? Kurzschluss, nicht tödlich, verursacht beim mittleren Schaden. Das muss ich auf jeden Fall ausrüsten. Ja, dann können wir die drei gleich nehmen. Dann haben wir drei Quick Hacks drin. Optik Neustart. Wieso wird das als Demon bezeichnet? Da steht doch Quick Hack. Komisch. Schockschaden haben wir und Ping. Zeigt Gegner und Geräte, die mit dem lokalen. Das ist gut. Jetzt habe ich es mal ausgerüstet. Und jetzt? Lade den Ping Demon in die Kamera hoch, um den Zugangspunkt zu finden. Okay. Wie vor Ping. Hier, Ping. Und jetzt, warte mal, das checke ich jetzt nicht. Verbinde dich über deinen Direct Link in den Zugangspunkt und hacke diesen. Ping, Kamerasteuerung, oder?
Oder bin ich jetzt blöd? Verbinde dich über hier. Zugangspunkt. Was kann ich mit dem machen? Warte mal. Hier ist jetzt der Zugangspunkt. Es geht ja gar nicht. Doch, verlinken. Jawohl, jetzt wird gehackt, Leute. Wartet mal. 1C 55. 1C 55. So. Seht ihr, ich bin Hackermeister, was? Ich bin Hackermeister, ihr Pisser. Terminal verlassen. Das war jetzt aber ein schwieriger Hack. Triff dich mit Takemura. Ah, jetzt ist wieder die Hauptmission drin. Feier ich. Irgendwas Cooles im Angebot? Nein, ich will nicht mit dir schwätzen. Ich wollte die Tür aufmachen. Weg da jetzt. So. Was geht, Brudi? Erstmal eine Kippe gönnen, hey, oder? Was geht? Was geht? Deine Nase ist halt eingeschlagen, ne? Aber sonst alles gut. Was sonst alles gut bei dir? Jetzt schauen wir direkt auf Journal, ob wir noch irgendwas holen, weil jetzt pimpen wir unseren Dude, unseren Antoine Botts, die Waffe. Mission verfolgen. Hol die Waffe bei Wilson ab. Das machen wir. Safe. Bei uns in Haynewood gibt es eine Tradition. An deinen 16. Geburtstag schenkt dein Vater dir eine Waffe. Ich habe keine bekommen, weil ich einen beschissenen Vater hatte. Aber dein 16. ist schon eine ganze Weile her. Höchste Zeit, dass du dir mal eine ordentliche Knarre besorgst. Als zulegst, kommt aus meinem Kopf. Daniel! Wie weit ist das denn weg? Wow, diese Drecksautos! Wo ist mein Motorrad, ey? Ah, da ist er. Ich mache hier einen riesen Stau. Auf geht's, Antoine. Jawohl, fahr alles um. 700 Meter pacen wir schön mit dem Motorrad durch und schauen, ob wir weitere Bugs finden. Boah, hier. Aua. 0-0. I think I need a hero. Jetzt werde ich jedes Mal Radio hören und gucken, ob sich die Mucke wiederholt. Also oft wiederholt oder ob da echt Vielfalt besteht in den Radiosendern. Schon sind wir gleich da. Oh, es fängt wieder an zu lecken, oder? Ich brauche eine Pause. Wo soll ich hoch? Dahin. Das ist doch da, wo wir wohnen. Das ist doch da in unserem Gebiet, wo wir wohnen. Wir rufen deaktiviert. Hallo? Warum ist es denn deaktiviert? Ah, da. Mann. Das haben sie dann realistisch gemacht, weißt du, dass man ewig auf den Aufzug warten muss. Was ist das denn? Milf irgendwas. Jetzt habe ich es nicht gelesen. Wo muss ich überhaupt hin? Eingang bin ich ja, Service halt. 40%, Leute. 15% auf Butterbeers oder so. Burio XXL 70%. Geht da sofort zu All Foods. Hoffentlich gibt es da so einen Laden, da würde ich gerne mal reingehen. Boah, wie lange man braucht. Genießen wir halt die Aussicht. Der eine sieht aus, als ob der durchsichtige Beine hatte. Gut, wir sind da. Gib uns die Waffe jetzt, Rudi. Du musst schon ein paar Wochen hier sein. Ich hab dich noch nie gesehen. Ich dachte schon, du hättest die Stadt verlassen. Nein. Night City entkommt man nicht so leicht. So leicht lässt Night City einen nicht gehen. Wie so eine Beziehung mit Hauen und so, stimmt's? Ja. Hör mal, ich könnte eine Finanzspritze gebrauchen. Willst du meine neue Ausrüstung sehen? Zeig mir, was du hast. Ich dachte, ich krieg irgendwas gratis, Digga. Da, die, oder? Ja, da ist auch ein Ausrufezeichen. Die ist aber schlechter als meine Waffen. Um einiges. Kugeln können von Oberflächen abprallen. Physischer Schaden. Ja, wow, ich nehme sie halt mit, aber was bringt die mir? Was hat er sonst noch im Angebot? Ich habe aber nicht genug Kohle.
Wow, aber die Mission haben wir dafür abgeschlossen, Leute. Journal, die Folge wird jetzt so ein Abarbeiten. Was ist das? Begib dich zum Kampf in Kav. Was ist? Denk nicht zu viel darüber nach. Du sollst den Champion von Kabuki besiegen. Du weißt, was auf dem Spiel steht und wo der Kampf stattfindet. Also beweg deinen Arsch. Das ist Bedrohung Mittel, also würde ich das jetzt machen. Fighten wir halt. Direkt wieder runter. Nach der Pause fragen wir Experten, ob Arasaki in der Lage sein wird, sich von dieser Krise zu erholen. Was ist los? Welche Krise? Arasaka, wegen dem, weil wir den Chip gestohlen haben hier. Den Biochip, der jetzt in unserem Hirn ist. Willkommen bei den heutigen Lokalnachrichten von N54. Ich bin Gillian Jordan. Bereits das dritte Jahr in Folge wurde Militech zum besten Arbeitgeberkonzern in Night City ausgezeichnet. Ja, wenig Korruption dahinter, wenn er der beste Arbeitgeber ist, weißt du, Militech. Du sollst halt die ganze Zeit dein Leben aufs Spiel setzen. Bester Arbeitgeber, Digga. Beste. Drehen wir und ab geht's zum Fight. Steht eigentlich, wer mir den Fight gegeben hat? Sorry für die Unterbrechung, Leute. Da steht aber nichts. Da steht nicht, wer mir den Auftrag gegeben hat. Oh, da unten gibt's ja auch noch irgendwas. Fahrzeuge. Kann ich auch noch gucken. Okay. Haben wir noch ein bisschen was abzuarbeiten. Ich finde es nicht schlecht, wenn man jetzt hier so ein bisschen den Nebenmissionen nachgeht. I want to. Sehr geil. Die schreit da ins Mikrofon, ey. Ja! Oh, ich hätte da rechts. Machen wir wieder die andere Sicht an. Ups, nein, bitte, Bullerei verfolgt mich nicht. Doch, Haftbefehl erlassen. Sehr gut. Also, solange der Stern eben links da ist, jetzt blinkt der und das war's schon. Und schon verfolgen die mich nicht mehr. Sehr gut. Feier ich. Also ich soll jetzt zu einem Kampf gehen. Und wie komme ich da hoch? Wahrscheinlich da. Aber auf der Karte wird es mir anders angezeigt. Yo, Cowboy! Ich schau nochmal. Journal. Bedrohung Mittel. Also probieren wir es. Weil hoch, Bedrohung hoch habe ich schon mal gar nicht geschafft. Bedrohung Mittel, mal gucken, ne? Oh. Das ist total dumm. Ich weiß doch, wo ich hinschlage, bevor ich es mache. Ich bin zum Kämpfen hier. Was ist mit denen denn falsch? Die sehen gleich aus. Zwei gegen einen? Bisschen unfair, aber okay. Wer von euch ist zuerst dran? Nee, du raffst es nicht. Der Körper da und dieser sind dieselbe Person. Also, sehe ich doppelt, oder was? Oh Gott. Ja, mein Zwilling. Sieht man ja. Die Zwillinge standen sich sehr nah, aber sie wollten sich. Mein Mund ist was Blaues. Stärker sein. Also haben sie neurale Oszillationssymptome. Jetzt tue ich euch ein bisschen verrückt machen. Jetzt sind sie. Ja. Ich. Eine Person. Zwei Körper. Meine Körper machen alles zusammen. Alles. Ihr macht alles zusammen? Ihr macht wirklich alles zusammen? Macht ihr wirklich alles zusammen? Sogar im Bett? Also die bewegen sich eiskalt gleich. Wenn du das wissen willst. Ich teile sie mir. Also nimmt einer alles nördlich, der andere alles südlich des Äquators? Nein. Montags bis mittwochs ist sie beim einen und donnerstags bis sonntags beim anderen Körper. Vollidiot. Also bin ich der Vollidiot. Wenn ihr euch irgendwelche Dinge ins Hirn setzt, dass ihr euch gleich bewegt und Vollidioten. Na gut, dann fighten wir. Oh, und wenn noch einer auftaucht, mache ich auch drei von euch fertig. Das ist eine ziemlich große Klappe. Antoine sehen, hat keine große Klappe. Hilft, Antoine kann fighten, wasch? Also, können wir anfangen? Ja, komm, flipp mal aus. Zeig mir, was ihr drauf habt. Okay, ich habe jetzt ein bisschen Schiss, um ehrlich zu sein. Geht's noch?
Oh, die verlieren halt kaum Leben. Komm. Komm, wer wär's für nichts? Ich muss mich ein bisschen bewegen, Leute, weil... Bam, bam, bam. What the fuck? Der haut mich kaputt. Was war das denn? Und das war Mittel. Leute, ihr verarscht mich doch. Der hat mir richtig hart die Fresse eingeschlagen. Ja gut, nochmal. Oh, und wenn noch einer auftaucht, mache ich auch drei. Ich kann danach nur noch einmal, Leute, da habe ich kein Geld mehr. Ach komm, ich habe so gut angefangen. Aber der Platz ist so gering. Können wir anfangen? Weil das sind zwei gegen einen, wäre es halt viel geiler. Und das soll Mittel sein, Leute. Wollt ihr mich verarschen? Hä, wie trifft er mich denn, wenn ich so weit weg bin? Finger weg! Warum hinkt das jetzt? Ich sehe gar nichts mehr. Ja, Leute! Leute, die hauen mich kaputt. Vier Fäuste besser als... Die hauen mich kaputt, überhaupt keine Chance. Einmal noch und dann war's das, weil ich habe kein Geld mehr. Von mir aus. Die hauen mich kaputt. Und wenn noch einer auftaucht. Die Zwillinge hauen mich kaputt. Das ist eine ziemlich große Klappe. Mal sehen, ob dir das weiterhilft, wenn die Fäuste fliegen. Es ist halt so unfair, Mann. Und das soll Mittel sein. Ich werde auch Mittel nie schaffen, Leute. Wer greift denn an? Das ist das Problem. Ich sehe es halt nicht. Was denn? Verpiss dich, Alter. Ja, ja, natürlich. Ich habe meine nächsten 500 wieder verloren. Wäre halt schön, wenn ich mein Leben aufladen würde. Man macht ja sogar ein bisschen. Als ob! Ja, Leute, habt ihr das gerade gesehen? Ich bin hier nach rechts. Also ich habe hier so einen schnellen Bogen nach rechts gemacht. Und der ist mit dem Bein, hat ausgeholt und hat mich trotzdem dann nach links getroffen. Als ob, du wärst doch hier stehen geblieben. Leute, nee, keine Chance. Ich habe auch, verpisst euch. Nö, den Kampf lasse ich jetzt auch erstmal in Ruhe. Weil da hast du ja überhaupt keine Chance. Springen wir mal hier runter. Wie unfair, Mann. Wie verdammt unfair ist das hier eigentlich? Die kämpfen hier zu zweit und dann steht, oh ja, ist ja Mittel. Dann schaffe ich ja nur sehr leicht, wenn es die Schwierigkeit... Nee, Leute, keine Chance. Dann würde ich sagen, wir beenden die Folge, dass die nicht so lang wird wie die letzten zwei Folgen. Nach diesem Schock hier gegen Zwillinge zu kämpfen, die sich gleich bewegen und mit derselben Frau vögeln. Zur selben Zeit, die ganze Zeit. Und mich für verrückt halten, wenn sie sagen, oh nein, der ist erst ein paar Tage dort und ein paar Tage bei mir. Also Leute, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.